Assalamu alaikum ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen, gesunden, veganen Video von mir. Heute stellen wir eine vegane Antipasti-Creme her. Eine herrliche Creme, wie man sie im Feinkostladen bekommt und die man für allerlei Gerichte benutzen kann, wie zum Beispiel als Füllung verschiedener Gemüsesorten, wie hier die Peperoni, als Dip zu einem leckeren Brot oder auch als leckeren Brotaufstrich. Oder eben auch als Dip für gegrilltes Gemüse, Oliven, getrocknete Tomaten und so weiter und so fort. Im Feinkostladen bezahlt man eine Menge Geld dafür, während man nicht weiß, was drinne steckt. Dabei ist es so einfach, diese Creme selber herzustellen. Üblicherweise wird sie mit Feta-Käse und Frischkäse vom Supermarkt hergestellt, die jedoch auch immer ungesunde Zusatzstoffe enthalten und dazu dann auch nicht vegan sind. Deshalb habe ich entschieden, heute eine vegane, aus selber fermentiertem Käse hergestellte, köstliche und überaus gesunde Antipasti-Creme herzustellen. Und zuerst benötigen wir dazu eine Bio-Paprika. Ich verwende jetzt von dieser großen Paprika nur ein Viertel davon. Man könnte aber auch die Hälfte davon nehmen, je nach Geschmack. Je mehr man von dieser roten Paprika nimmt, umso schöner wird die Farbe und umso besser auch der Geschmack. Deswegen kann es nicht schaden, ruhig eine Hälfte von dieser schönen großen roten Paprika zu nehmen. Dann werden wir die klein schneiden, hier in die Schüssel geben. Und sobald wir das getan haben, geben wir dann einige Zehen Bio-Knoblauch hinzu. Ich mag es immer sehr gerne knoblauchig, deshalb habe ich hier jetzt 4 Knoblauchzehen hinzugegeben, aber man könnte natürlich auch weniger nehmen. 1 bis 2 würden wahrscheinlich auch reichen. Als nächstes kommen folgende Gewürze hinzu. Das hier ist jetzt getrocknete Minze. Man könnte auch frische Minze nehmen. Dann kommt noch Paprika, Rosmarin, frisch geschossener schwarzer Pfeffer und Himalaya-Salz hinzu. Alles kommt hier in die Schüssel. Und dann kommen die 2 wichtigsten und gesündesten Zutaten hinzu. Mein selber fermentierter Cashewkäse. Mein Video dazu, wie man diesen herstellt, das verlinke ich euch hier oben. Davon nehmen wir ein richtig schönes großes Stück und schneiden den dann in kleinere Stücke. Und der ersetzt sozusagen den Feta-Käse, den man ansonsten dafür nehmen würde. Und dann kommt mein Cashew-Dip hinzu. Meinen köstlichen Cashew-Dip, ich liebe den über alles. Und mein Video dazu, das werde ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Von dem nehmen wir mindestens 3 gehäufte Esslöffel. Und das war dann auch schon alles an Zutaten. Und jetzt wird einfach alles hier gründlich mit dem Pürierstab zu einer feinen, homogenen Masse püriert. Wir sehen, es geht also richtig einfach, Maschallah. Wichtig ist nur, dass man eben diese 2 Hauptzutaten dafür hat, den extrem leckeren und überaus gesunden fermentierten Käse und dann den nicht minder leckeren Cashew Dip. Durch den fermentierten Käse darin wird diese köstliche Antipasti-Creme zu etwas ganz Besonderem, zu einer wirklichen hochqualitativen Feinkost, die unserer Darmflora von Nutzen sein wird. Denn die probiotischen Bakterien, die sich immer in fermentierten Lebensmitteln ansiedeln, sind auch Bestandteil unserer eigenen Darmflora. Und genau diese spielt eine wichtige Rolle für unser Immunsystem. Denn je gesünder die Darmflora ist, umso besser kann sie die Ansiedlung von Krankheitserregern verhindern, umso gesünder ist die Darmschleimhaut und umso besser ist der Mensch vor chronischen Krankheiten aller Art geschützt. Zudem brechen die probiotischen Bakterien während des Fermentationsprozesses bereits die Zellstrukturen der entsprechenden Lebensmittel auf. Sie werden sozusagen schon vorverdaut. Dadurch sind sie in unserem Körper dann leichter verdaulich. Durch das Fermentieren kann man also ganz einfach zu Hause seine eigenen probiotischen Lebensmittel herstellen. Und das haben wir hier in diesem Fall mit dem eigenen selbst hergestellten fermentierten Käse getan, der jetzt in diesem köstlichen Dip enthalten ist. Somit haben wir hiermit einen probiotischen Dip hergestellt, der unserer Darmflora zugutekommen wird und damit auch unser Immunsystem stärkt, während er dabei auch noch überaus köstlich schmeckt. Mashallah. Und wie wir jetzt gesehen haben, habe ich diese leckere Antipasti-Creme hier als Brotaufstrich benutzt für mein selbst hergestelltes Keimlingbrot. Das Rezept dazu kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Und ebenso auch mein Sprossenknäckebrot. Das Video dazu könnte ich hier auch nochmal verlinken. Der gesunde Aufstrich zusammen mit den enzymreichen, selbstgezogenen Sprossen und auch mit diesen eingelegten Oliven ergibt es eine richtig köstliche Mahlzeit. Wie man die Oliven übrigens sehr lecker einlegt, dazu hatte ich auch schon mal ein Video hochgeladen, das verlinke ich euch hier oben nochmal. Und wie überaus gesund auch Sprossen sind, ist den meisten sicher auch schon bekannt, denn Sprossen sind ja Vitalkost, die man sich nicht besser und frischer wünschen könnte. Denn sie liefern hoch bioverfügbare Vitamine, Mineralien, Antioxidantien und eine reiche Vielfalt an sekundären Pflanzenstoffen.
In nur wenigen Tagen Keimzeit vervielfältigen die Sprossen ihren Gehalt an den in der Saat enthaltenen Vitaminen A, E und C sowie dem Vitamin B-Komplex. Lebendige Enzyme unterstützen die Verdauung des Sprossenliebhabers, seinen Stoffwechsel und aktivieren sowohl die Energieproduktion des Organismus als auch Reparaturmaßnahmen auf zellulärer Ebene. Mein Video zu Sprossen und wie man sich diese selber zu Hause zieht, das werde ich euch hier oben auch nochmal verlinken, inshallah. Empfehlen kann ich euch daher, auf jeden Fall Sprossen in den täglichen Speiseplan zu integrieren. Zusammen mit der köstlichen und probiotischen Antipasti-Creme auf das gesunde Keimlingsbrot aufgetragen, ergibt dies eine sehr gesunde Mahlzeit zum Abendessen oder auch zum Frühstück. Und wie gesagt, kann man diesen hochwertigen Feinkost-Dip auf verschiedene Arten benutzen. Entweder als Füllung für verschiedenes Gemüse, wie wir gerade gesehen haben, oder eben auch für den Salat zum Beispiel. Dadurch bekommt der Salat nicht nur eine probiotische Note, sondern auch nochmal einen ganz köstlichen Geschmack, weil er diesen super gut aufpeppen kann. Ja, damit ist das Video beendet. Ich hoffe, es dient euch als Inspiration für leckere, gesunde, probiotische Mahlzeiten. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten, damit so viele Menschen wie möglich daraus einen Nutzen ziehen können. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Maria.